Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und jawohl, Leute, das Rival Rise Event ist ja rausgekommen. Und da gab es nämlich nochmal ein paar Fragen. Wie bekommt man jetzt eigentlich am schnellsten so diese Erzrivalenpunkte? Da gibt es zwar eine SBC, aber wie klappt das alles? Das wollen wir heute nochmal im Video klären. Vorher natürlich noch hier Grüße gehen raus. Grüße von Dubrovnik aus Kroatien. Hier ist es sehr, sehr wild gerade. Ich bin hier gerade im Urlaub. Eine Station weiter. Genau, vielleicht haue ich euch nochmal ein paar Bilder in den Community-Tab. Habe ich ab und zu mal gemacht. Mal schauen, wenn ich was Schönes geknipst habe. Genau, so sieht's aus. Okay, Leute, das heißt, wir gehen mal rein hier ins Rival Rise Event. Vorher nochmal kurz gucken. Okay, nichts Interessantes. Wir gehen da auf jeden Fall mal rein. Ich habe nämlich auch mal noch ein bisschen was angespart. Ihr seht 86 Punkte. Damit können wir noch mal ein bisschen was öffnen. Das ist auch sehr, sehr nice. Also drei Packs können wir jetzt noch öffnen hier in der Folge. Und falls es ein bisschen rauscht oder so, es kann sein, dass hier gerade ein bisschen Wind ist. Weil ich nehme hier gerade mitten in der Natur, mitten auf dem Zeltplatz auf. Also wahrscheinlich hört mich jetzt sowieso wieder jeder hier im Umkreis, aber dann ist es eben so. So, also, ich habe jetzt 86 Punkte, die werden wir noch schön raushauen. Heute habe ich schon geöffnet, alles klar hier. Alles klar soweit. Dann kann ich nämlich, ich habe nämlich noch überlegt, ob ich mir nämlich noch hier dieses eine Angebot kaufe. Ich habe jetzt 710 Gems und da gab es nämlich dieses eine Rivalen-Angebot. Wo war's? Hier, genau. Da kriegt man 10 Punkte. Okay, nee, das würde mir jetzt nicht so viel helfen. Ich dachte, da kriege ich jetzt vielleicht 4 Packs. Aber ihr habt ja gesehen, die Werbung kann ich gerade nicht gucken. Und sonst müsste ich jetzt, glaube ich, noch 50 Tore machen. Die Quest von heute habe ich fast alle gemacht. Skillspiele oder Partien. Skillspiele, aber da kriege ich auch nur 3. Ja, eigentlich müsste ich 50 Tore schießen, aber 14 jetzt in einer Folge. Das schaffe ich nicht. Das heißt, ich spare euch das mal wieder ein bisschen an für die nächsten paar Folgen, dass wir immer schön 96 plus Spieler öffnen können, genau. Oder ich kriege eben 5000 Münzen bei meinem Glück. Genau, also Leute, wenn man also schnell Erzrivalenpunkte haben möchte. Ihr seht ja hier Erzrivalen, damit kann man hier die schönen 108 und 107er Spieler abholen. Die sind wirklich wild. Also, also für einen 108er braucht man 65 Punkte. Ist free to play. Ja moin. Fahrt noch schneller. Einfach hier gerade Motorrad vorbeigefahren. Dann für die 107er braucht man 40 Punkte. Also 40 Punkte ist machbar. Ich will mir ja hier den 107er, wo haben wir ihn? Neuhaus, genau. Neuhaus will ich mir abholen. Und genau, dafür braucht man eben dann hier die Erzrivalenpunkte. Die bekommt man in den SBCs, genau. In den SBCs. Und da würde ich euch wirklich diesen Tipp geben. Spielt einfach immer die Tagesquest, wirklich. So oft ihr könnt. Am besten ist es immer, die Tagesquests durchzuhasseln, auch immer die Wochenquests zu machen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Damit könnt ihr dann nämlich mit den Punkten, die ihr bekommt, mit den Rivalenpunkten hier, holt ihr euch am besten immer hier das Wenigste, wirklich. Immer hier dieses 25er Pack, weil da habt ihr die Chance eben auf einen Spieler. Und diese Spieler würde ich euch wirklich raten, außer ihr zieht einen 104er, immer aufbewahren, entweder für die SBCs oder noch kurz warten und damit den Herausforderungsmodus machen. Weil alles andere, ja, weil man muss halt das schnell alles können so, oder ihr kauft euch eben die Spieler auch auf dem Markt. Aber wirklich immer ganz alles reinhauen in die 96 Plus Packs, so würde ich das jetzt sagen. Und Leute, auch wichtig ist es hierbei, die 30er Erzrivalenpunkte SBC ist, soweit ich weiß, ziemlich überteuert. Also was ich jetzt so von anderen auch gehört habe, die müsst ihr nicht machen, Leute. Macht lieber hier die 15er, die geht einfacher, die geht schneller. Ich weiß, die kann man nur dreimal abschließen, aber für Leute, die eben einen 107er haben wollen, für die reicht es ja komplett aus. Für die 108er würde ich euch dann einfach raten, weil dreimal sind 45. Das heißt, 45 Punkte kriegt ihr auf jeden Fall hier mit und dann müsst ihr wahrscheinlich einmal noch die machen. Genau, damit ihr dann euren 108er Spieler bekommt, oder ihr müsst halt gucken, wenn das dann, damit das wirklich alles richtig Free-to-Play ist, weil ich werde mir ja zwischendurch auch nochmal ein paar Angebote kaufen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, ich wieder zu Hause bin, mal gucken, das Event geht ja noch ein bisschen, da kann ich nochmal ein bisschen was raushauen.
Ja, also, ihr könnt nämlich dann hier auch gucken, 65 Punkte. Das heißt, wenn ihr hier einmal das holt und dann hier den Rest hier macht, dann klappt das natürlich auch. Ganz klare Sache. Ja, sonst, wir können uns nochmal kurz angucken, was die Anforderungen sind. Die sind eigentlich gar nicht so heftig. Also, man braucht mindestens 102-Plus-Spieler. Da würde ich ganz easy einfach einen 102er-Spieler nehmen. Weil ich denke mal, alle, wenn man einen 103- oder 104er-Spieler zieht, dann ganz klare Sache, den verkauft man dann halt. Aber sonst, den Rest würde ich euch raten, nicht zu verkaufen. Sondern alles da reinhauen. Und man braucht es eben auch für den Herausforderungsmodus. Da kriegt man ja auch nochmal Rivalenpunkte. Mit den Rivalenpunkten kann man 96 Plus Packs öffnen und damit dann eben die Erzrivalenpunkte abholen. Verschiedene Ligen braucht man auch. Rivalenspieler. 8 Spieler braucht man, okay. Ja, also passt eigentlich, ne? Das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, Leute, das heißt, ich habe jetzt mal lange drum herum geredet. Wir öffnen jetzt einfach nochmal ein paar 86-Plus-Packs. 96-Plus-Packs natürlich. Das hier wollte ich mir eigentlich auch gern holen. Ich habe aber nicht genug aufgeladen. Dann bin ich hier in einem anderen Land. Ich kann kein GMP kaufen. Ich bin hier in Kroatien. Die haben ja noch Kuna und alles mögliche. Und das passt dann wahrscheinlich nicht mit meinem Tablet überein. Das heißt, das kann ich leider noch nicht kaufen. Auch hier, es gab noch ein schönes Angebot, da muss ich halt warten, aber ein VIP bin ich auch lange, es dauert noch, bis ich VIP-Angebote kriege. Ja, ist ein bisschen schade, aber dann ist es so, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich komme am 5. September wieder, das heißt, danach gibt es dann auch mal wieder wahrscheinlich ein bisschen was mit mehr Openings. Genau so, also dann... ich habe nämlich auch schon mal für das Team-Upgrade noch ein Team zusammengestellt auf FIFA Renders. Das werde ich euch vielleicht mal in den nächsten paar Folgen zeigen. Das sieht eigentlich ganz nice aus, muss ich ehrlich sagen. Aber wir gehen hier dran und das werde ich euch mal zeigen. Genau, da habe ich ganz, ganz viele neue Spieler drin. Mal gucken, wie euch das dann gefallen wird. Ich will mein Team komplett umbauen, aber dazu dann später mehr. Wir haben jetzt 86 Punkte, ich kann 3 Packs öffnen. Und dann den Rest werde ich halt immer sparen und... Aber mal schauen. Einfach mal schauen hier, was ich ziehe. Wahrscheinlich ziehe ich dreimal 500.000 Münzen. Würde ich so fühlen, EA. Würde ich so fühlen von EA. Ja. Also, let's go, Leute. Wir gehen rein ins allererste Pack. Gibt es eine Pack-Animation? Wir ziehen... Ja, eine Pack-Animation. Wir ziehen eine Pack-Animation. Rivalen-Meilenstein. Okay, oh, jetzt habe ich ganz viel hier irgendwie geschafft. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Let's go, komm, gönn. Gönn, 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 gönn. 500.000 Münzen. 500.000 Münzen. EA, wirklich, ich liebe euch. Ich liebe EA einfach für 500.000 Münzen. Was ist die eigentlich hier die Chance? Münzen 29%. Ja, okay. 16%, okay. Safe ziehe ich jetzt nochmal Münzen und nochmal Münzen. Es wäre so safe eigentlich. Das ist einfach mein Packluck, Leute. Einfach mein Packluck. Aufgabe abgeschlossen. Ich habe ganz viele Aufgaben abgeschlossen. Ich muss mal schauen, was ist denn das? Let's go. Gönn. Gönn, 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 gönn. Jawohl. Maximilian Mittelstädt, jawohl, einen Spieler gezogen, sehr schön, 99er Maximilian Mittelstädt, ja, ist nice, kann man mitnehmen, ist ja noch was wert, schauen wir gerne mal nach, aber ich verkaufe sowieso nicht, wegen der SBC, weil ich will meinen 107er abholen, danach kann ich gerne noch ganz viele öffnen und die Spieler verkaufen, das geht dann natürlich super, aber jetzt erstmal noch nicht, so, zack. IVLVD, der sieht auch geil aus, aber ich habe mir schon ein bisschen andere Pläne gemacht für meine IVs und LVs und alles mögliche, aber davon werde ich euch mal dann ein bisschen später noch erzählen, was ich alles noch so vorhab. Let's go, komm Leute, letztes Pack, danach gucken wir, was wir noch hier für Meilenstein-Zeugs abholen können. Komm schon, gönn! Ja, Münzen, es war so klar, danke EA, vielen, vielen Dank. 3 Packs und 2x Münzen, ey, wirklich, ich liebe euch EA, ich liebe euch. Dafür liebe ich einfach EA. So, Meilensteine, wir können mal kurz gucken. Was kann ich denn jetzt hier, aha, Rivalenpunkte, Sätze im Hauptkampf, hier, aha, ich verstehe, sehr gut. Das heißt, hier kann ich mal ordentlich was raushauen. Oh, war halt noch schneller hier, Alter. Moped einfach. Einfach mit dem Moped auf dem Platz. So, komm. XP kann ich mir abholen. Sehr schön. Jawohl. Zack. Oh, ich kann mir so viel abholen. Also, was heißt so viel? Also, ich kann mir ein bisschen was abholen. So, zack. Häufiger kann ich nicht mehr abholen. Okay, dafür fehlen mir 25 Punkte. Dann, hier noch irgendwas. Hole dir 3 Boni im Rivalenpass. Ah, Rivalenpass, okay. Verstehe. Da kann ich mir noch einen 93 plus Rivalenspieler ziehen. Da ist dann irgendwie alles mit dabei, so wie ich sehe. Und eben auch ein 93er Moses, den ich dann ziehen werde.
Okay, perfekt. Das heißt, das haben wir jetzt eigentlich alles. Haben wir noch, irgendwie war da noch irgendeine Aufgabe abgeschlossen? Oder war das woanders? Im Hauptkapitel vielleicht? Irgendwo stand noch Aufgabe abgeschlossen. Vielleicht hier? Habe ich hier irgendeine Aufgabe abgeschlossen? Ich glaube nicht. Nee, tägliche Anmeldung. Hier war nichts. Gut, mal schauen, wo das ist. Oder bei Wochenkapitel, Wochenzeug war auch nichts. Okay, dann ist es halt so. Müssen wir mal gucken, wo das dann war. Achso, hier, Liga. Oh, ich kriege hier bald 15 Rivalenpunkte. Also wirklich, es wäre mal echt nett von EA, wenn sie endlich mal ein bisschen mehr gönnen würden, hier meine Rivalenspieler. Weil so langsam, ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen, ne? Aber es hieß ja auch, es muss aus verschiedenen Ligen sein, soweit ich es weiß. Ich kann ja nochmal in die Erzrivalen reinschauen. Da gibt die Spieler müssen ja aus verschiedenen Ligen sein. Das heißt, ich kann eigentlich darf ich. Vielleicht ist es sogar gut gewesen, dass EA nicht gegönnt hat. Weil eigentlich muss ich die ja aus verschiedenen Ligen haben, die ganzen Spieler. 6 verschiedene Ligen. Ja, genau. Also, ja, Maximilian Mittelstädt, stimmt, den wollte ich mal nachschauen. Wie viel ist denn der noch wert? Der Herr Tarner. So ein Ding ist, das muss man mal schauen. Wie viel der noch wert ist. Weil 99er mit. Er hat zwar noch 6 Ränge, aber gut, die kann ich jetzt sowieso nicht verbrennen. Oder waren es 9? 6 oder 9 Ränge hat er. So, wir gucken mal. Verkaufen und wir gucken. Wir haben Maximilian Mittelstädt. Ja, okay, nichts mehr wert. Aber das geht viel, ist halt mit vielen Spielen so. Die ganzen Spieler hier kann ich eigentlich alle noch verkaufen. Oder ich kann sie halt irgendwann mal zum Trainieren verwenden. Ich habe hier so viele vom Summer Celebration Event. Also zum Beispiel De Thomas hier, ne, mit 10 Rängen. Der sieht schon echt heftig aus. Oder hier ein Piontek. Also die kann ich alle irgendwann nochmal verkaufen, weil die bringen ja noch ein bisschen was. Vielleicht nochmal 1-2 Millionchen. Also das wäre eigentlich eine ganz nice Sache. Und das heißt, Leute, wir sehen uns doch, denke ich mal, morgen wieder. Morgen oder übermorgen mal schauen, wann das nächste Video kommen wird. Bis zum nächsten Mal und tschüss.